Die Nullable Types, das sind die Typen wie Int-Fragezeichen oder Bool-Fragezeichen, sind eine coole Sache. Doch wie funktionieren die eigentlich unter der Haube? Das erfahrt ihr in diesem Video. Es ist zwar schon ein paar Versionen von C# her, aber immer noch ein tolles Feature. Und zwar geht es um das nette Fragezeichen hinter den primitiven Datentypen wie Integer, Boolean und so weiter. Also nicht den Referenzdatentypen, das ist ein neueres Feature mit C# 8, Nullable Reference Types, sondern um die klassischen Datentypen. So, und zwar, wie geht das, wie wäre das, wenn wir uns das selber bauen würden? Denn normalerweise kann ein Integer ja keinen Null beinhalten, sondern nur Integerwerte. Und durch dieses Fragezeichen kann es auch Null beinhalten. Außerdem, wenn ich x Punkt schreibe, habe ich jetzt eine has_value-Eigenschaft und eine value-Eigenschaft. Also has_value hat x einen gültigen Integerwert in diesem Fall oder eben Null, beziehungsweise value, das ist dann der Integerwert, wenn ich diesen habe. Ja, also wenn ich einen gültigen habe, sonst wird hier ein entsprechender Fehler geworfen. Gleiches geht aber natürlich auch für Bool-Werte. Ja, kann ich sagen, ist gleich false, kann ich sagen, ist gleich true und kann ich jetzt auch sagen, ist gleich null. Also so viel wie nicht initialisiert. Ja, diese Nullable Types, die sind ja immer dann toll, wenn man einen Zustand hat wie nicht initialisiert. Wenn man einfach sagt, okay, ich brauche einen Integer, ich brauche eine Zahl, aber es gibt keine gültige Zahl, die einen ungültigen Wert darstellt oder einen nicht initialisierten Wert. Oder auch bei einem Bool. Ist es true, ist es false oder ist es mir egal? Ja, das sind Varianten, wo die Nullable Types toll sind. Aber wie würden wir sowas selber bauen? Was macht der Compiler eigentlich mit diesem Bool-Fragezeichen? Und zwar sind das ja alles Value Types, das heißt beim Übergeben von Methoden werden sie kopiert und was wir brauchen, wenn wir das selber bauen wollten, ist einmal den tatsächlichen Bool oder Int-Wert und einmal, ob er initialisiert wurde bereits oder nicht. Ja, wir brauchen also einen zusammengesetzten Datentyp und das als Value Type, also brauchen wir eine Struct. Struct, so, und die braucht einen Namen, can be null. Und damit sie sowohl für Bool als auch Int und die anderen Typen funktioniert, machen wir sie generisch. T, das T steht dann für den entsprechenden Datentyp, where T is struct. Also das T muss ein Value Type sein. Und jetzt brauchen wir zwei Sachen, hasValue und einen, nicht Int, sondern T Value. Also zusammengesetzt, hat er bereits einen Wert und wenn ja, welchen Wert hat er denn? Und dann brauchen wir diese Eigenschaft hasValue, also public bool hasValue, ja, und da geben wir einfach zurück hasValue. Und dann brauchen wir noch ein public keyValue, das uns dann den entsprechenden Wert liefert. Und in diesem Value sagen wir, okay, wenn wir den noch nicht initialisiert haben, also wenn hasValue den Wert false hat, dann dürfen wir hier nicht drauf zugreifen. Wir werfen eine Exception. Ja, und wenn wir hier schon einen Wert haben, dann geben wir diesen ansonsten einfach zurück. Was machen wir im Set, wenn wir einen Wert zuweisen hier? Dann sagen wir, okay, hasValue hat jetzt den Wert true. Und außerdem sagen wir, value ist gleich value. Wir merken uns den Wert, den wir bekommen haben. This.value natürlich. Also wir haben eigentlich jetzt einen Datentyp, can be null von int. My ist gleich new, can be null von int. Jetzt kann ich sagen, my.hasValue. Das ist standardmäßig auch false. Ich kann sagen value. Das geht auch standardmäßig nicht, weil er eine Exception wirft. Und ich kann sagen, value ist gleich irgendwas. Und dann ist auch hasValue entsprechend richtig. So, wie machen Sie allerdings das, dass ich auch einen Integer entsprechend zuweisen kann? Dafür müssen wir
die Cast-Operatoren überschreiben. Ja, wir können ja sagen, ich mache public static, so, implicit operator von canBinal nach t. Ja, in diesem Fall wollen wir ein neues übergeben, machen wir dann noch einen Konstruktor mit dem entsprechenden Value. So, Konstruktor generiert. Wunderbar. Und auch ein Cast in die andere Richtung, static, das ist jetzt der explizit Operator. Wir hätten gerne ein T, also auf T gecastet von canBinal T value. Und in diesem Fall geben wir von diesem Value-Punkt den Value zurück, beziehungsweise möglicherweise eine Exception. Was ich jetzt nämlich machen kann, ist, ich kann sagen, my ist gleich 42. Ich kann auch sagen, canBinal int my 2 ist gleich 21. Ja, jetzt geht auch diese Zuweisung. Das ist prima. So, gut. Was ist eigentlich, wenn ich sage console.writeline oder einfach nur writeline und gehe von x getType an? Ja, wenn ich den Typ von x gerne haben möchte, dann sagt er mir, das ist vom Typ in 32. So, was ist aber der Datentyp, wenn ich sage type of in Fragezeichen und hier play drücke, dann sehe ich, das ist ein System Nullable, komisches Symbol 1, System in 32, dieses 1 heißt, das ist ein generischer Datentyp, wo ein Integer angegeben wird. Und wenn wir uns diesen Datentyp jetzt ansehen, beziehungsweise sehen wir ihn auch hier, x. hier, nullable von t. Wenn wir uns diesen ansehen im Sourcecode von .NET, der ist ja unter source.dot.net verfügbar, da können wir suchen und dann sehen wir, es gibt hier die private struct partial, also partielle struct nullable t, ja, sieht aus wie das, was wir gemacht haben, zumindest so ungefähr. Und wir sehen, dass es unter der Haube im Endeffekt gar nicht so komplex ist, dieses Feature. Der Compiler ersetzt sozusagen das Int-Fragezeichen durch ein Nullable-Fragezeichen und dieser Datentyp macht das dann alles. Wir haben auch noch eine zusätzliche GetValueDefault-Methode, equals ist überschrieben, GetHashCode ist überschrieben, toString ist überschrieben. Ja, so sieht es aus. Also das steckt hinter diesem tollen Feature mit dem Fragezeichen bei den primitiven Datentypen bei den Value Types. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.